Wir starten mit der Aufgabe 1. Da soll zunächst geschaut werden, was für Teiler bestimmte Zahlen haben. Und es soll jeweils die richtige Aussage mit Plus und die falsche mit Minus markiert werden. Ich habe hier noch einen Fehler in der Aufgabe, einen Tippfehler, da steht ein anderen, das gehört da gar nicht rein. So, 2 ist Teiler von und dann sind dort 5 Zahlen angegeben. 2 ist Teiler von, da haben wir eine Regel, nämlich 2 ist nur Teiler von geraden Zahlen. Ich muss mir also nur die letzte Ziffer anschauen und gucken, ob die letzte Ziffer gerade ist. Das ist bei der 1 nicht der Fall. Bei der 8 ist gerade, 5 ist ungerade, 0 ist gerade und 1 ist ungerade. So, fertig. Ja? Ich muss mir nur die letzte Ziffer anschauen, das war's bereits. Für 3 ist Teiler von, hatten wir auch eine Regel. Wir müssen die Quersumme bilden. So, Quersumme, das ist die Summe der Ziffern. 5 plus 1 ist 6, das ist teilbar durch 3. 8 plus 8 plus 8, das ist 3 mal 8. 3 mal 8 ist natürlich teilbar durch 3. Ja? So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15. 15 ist durch 3 teilbar. 3 plus 2 plus 1 hatten wir gerade schon mal in ähnlicher Form. Das ist 6. Und nochmal 3 plus 2 plus 1 ist auch 6. Zusammen ist das 12. 12 ist durch 3 teilbar. Und 2 plus 3 ist 5, plus 1 ist 6, plus 1 ist 7. 7 ist nicht durch 3 teilbar. So, dann haben wir das. 4 ist Teiler von. Bei 4 ist Teiler von hatten wir auch eine Regel. Wir müssen uns die letzten beiden Ziffern anschauen. Wenn die letzten beiden Ziffern, beziehungsweise die Zahl, die durch die letzten beiden Ziffern gebildet wird, durch 4 teilbar ist, dann ist auch die gesamte Zahl durch 4 teilbar. Das ist hier die 1. 1 ist nicht durch 4 teilbar. 08, also die 8, ist durch 4 teilbar, ist ja 2. Super. 45 ist nicht ohne Rest durch 4 teilbar. Das wäre die 44 oder die 48. Und auch 10 ist nicht ohne Rest durch 4 teilbar, genauso wenig wie 11. Ja, wir müssen uns die Regeln einfach veranschaulichen. Bei der 5 ist die Regel wieder ganz einfach. Um zu schauen, ob eine Zahl durch 5 teilbar ist, müssen wir uns nur die letzte Ziffer anschauen. Wenn die letzte Ziffer eine 5 oder eine 0 ist, dann ist die Zahl insgesamt auch durch 5 teilbar. So, hier ist es eine 1, da ist es eine 8, hier ist es eine 5, das ist also durch 5 teilbar. Da ist eine 0, das ist auch durch 5 teilbar. Und 11, also eine 1, ist wieder nicht durch 5 teilbar. Damit habe ich die erste Aufgabe, die Tabelle, fertig gelöst. Wir gucken uns gleich die zweite an. Rechne vorteilhaft in deinem Heft. Vorteilhaft rechnen heißt, ich soll mir Rechenvorteile erstmal überlegen. Was könnte denn vorteilhaft sein? Ich schaue mir die Aufgaben mal an und sehe, dass zum Beispiel bei A die 4 und die 25 zusammen genau 100 geben. Ich sehe bei B, dass 99 und 201 sich ergänzen zu runden Hundertern, genauso wie 78 und die 28 und die 72. Ja, und bei der letzten Aufgabe, da könnte es vorteilhaft sein, gar nicht zuerst die Klammer auszurechnen, weil ich dann eine große Zahl durch 9 teilen muss, zeige ich aber gleich. So, also ich benutze jetzt das, was ich mir gerade angeschaut habe, bei A. Das ist ja alles eine Multiplikation. Ich darf das Kommutativgesetz anwenden, also ich darf tauschen. Also rechne ich zum Beispiel 4 mal 25 mal 12. Und dann rechne ich 4 mal 25, das sind genau 100 mal 12. Und 100 mal 12, das sind 1200. Fertig. Mit dem Rechengesetz angewandt, ganz einfach auszurechnen. So, beim zweiten, da kann ich, wie gesagt, Klammern setzen. Ich kann die auch schon mal hier hinsetzen. Ja, ich kann einmal das klammern und einmal das klammern. Und dann rechne ich das aus. B, also 173 plus, Klammer auf, 99 plus 201, Klammer zu, plus, Klammer auf, 28 plus 72, Klammer zu. Ich schreibe mal da drunter, das ist vielleicht übersichtlicher. 173, ich rechne zuerst die Klammern aus. Erste Klammer. 99 plus 201 sind genau 300. So, und dann die nächste Klammer. 28 und 72 sind genau 100. Und jetzt nutze ich nochmal das Kommutativgesetz und sage, ich rechne das zuerst aus.
Dann 300 plus 100 ist ja auch ganz einfach zu rechnen. Das sind 400. Also habe ich 173 plus 400 da stehen. Und dann ergibt das insgesamt 573. Und ich bin auch hier fertig. Vorteilhaft gerechnet. Aufgabe C. Ich möchte nicht zuerst die Klammer ausrechnen, wie ich das normalerweise mache. Das heißt ja Klammern zuerst und sonst ein Punkt vor Strich. Ich möchte hier ausnutzen, dass sowohl die 72 als auch die 45 durch 9 teilbar sind. Und dann kann ich das Distributivgesetz anwenden. Ich kann also sagen, dass 72 plus 45 in Klammern geteilt durch 9 das gleiche ist, als wenn ich die 72 geteilt durch 9 rechne und dann plus 45 geteilt durch 9. Und das ist kleines 1x1. 72 geteilt durch 9 ist 8, plus 45 geteilt durch 9 ist 5 und 8 plus 5 ist wieder ganz einfach, ist 13. So, Aufgabe D lautet jetzt, ich soll nochmal angeben, welches Rechengesetz ich jeweils angewendet habe. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe beim ersten angewendet das Kommutativgesetz. Ich schreibe es mal daneben. Ich habe beim zweiten angewendet das Assoziativgesetz. Und ich habe beim dritten angewendet das Distributivgesetz. Vielleicht sollte ich dazu sagen, man könnte auch bei der zweiten Aufgabe natürlich das Kommutativgesetz anwenden und vertauschen, das ginge auch. Hätte ich auch machen können. Ja, aber das wäre so eine Standardmöglichkeit.